Jetzt haben wir uns natürlich den Kracher, das absolute, den absoluten Kracher dieses Spieltags, haben wir uns natürlich nicht so aufgehoben. Nämlich das Spiel FSV Mainz 05 gegen den SV Werder Bremen. Man kann es so wohl ohne weiteres als Topspiel der Liga bezeichnen. Wenn der, welchen Platz ist Mainz überhaupt? Da muss ich erstmal nachgucken. Mainz steht aktuell auf Tabellenplatz 6, also auf dem Platz, der da noch der Platz an der Sonne ist, sage ich jetzt mal. Der Platz, der noch zur Europa League Teilnahme berechtigt. Bremen spielt auf einem doch sehr guten 14. Platz. Sind doch alle mit zufrieden an der Weser. Nein, natürlich nicht, aber okay. Was willst du machen? Und ja, Mainz steht eigentlich besser da, als sie spielen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich die letzten Spiele anguckt. Das, also sie haben aus den letzten beiden Spielen 4 Punkte geholt. Das war dieser total unverdiente 1-0-Sieg gegen Leverkusen, wo sie eigentlich niemals hätten gewinnen dürfen. Und dann natürlich noch dieses echt lausige 0-0 gegen Hoffenheim jetzt am letzten Spieltag. Deswegen stehen sie viel besser da, als sie eigentlich jetzt von der Leistung her verdient hätten, die letzten Spiele. In der Hinrunde waren sie doch viel stärker. Ja, Bremen, was will ich da sagen? Das Spiel gegen Gladbach war super von der Mannschaft gespielt eigentlich. Mit den jungen Wilden hat der Schaf da spielen lassen. Mit einer der jüngsten Startelfs überhaupt in der Bremer Geschichte. Und war ja, 1-1, ne? Das war das 1-1. Da stand die Abwehr und dann gegen Fürth dann wieder ein extremer Rückschritt in alte Zeiten. Wo Fürth ja sogar noch eigentlich zwei, drei gute Chancen versemmelt hat. Wenn man natürlich gegen den abgeschlagenen Letzten nicht gewinnt zu Hause, das ist dann natürlich schon so ein bisschen bitter. Vor allem, wenn man dann auch noch 0-1 noch dreht, dann momentan läuft es natürlich nicht so gut. Das ist natürlich die Abwehr das absolute Problem bei Bremen. Offensiv kann man der Mannschaft ja eigentlich keinen Vorwurf machen. Sie treffen ja eigentlich in jedem Spiel. Oft dann auch doppelt. Aber defensiv halt die Mega-Schwächen zurzeit. Auch von sogenannten Leistungsträgern vielleicht. Okay, Sokratis klammer ich da jetzt mal aus, aber ansonsten noch ja, so Spieler wie Theo Gebrselassie oder so, auch noch nicht so die Leistung gebracht, die man sich vielleicht von ihnen erwünscht hätte. Pavlovic, der junge Mann, ob der dann jetzt so richtig ist, da hinten im Tor als Abwehrchef, ist auch noch so eine Sache. Und ja, gut. Kofas Arena, Samstag, 15.30 Uhr auf jeden Fall das Spiel. Und was ist dein Tipp? Ich habe eben gesehen, Fürth ist in der Heimtabelle der Letzte, also Nee, ist ja nicht Fürth, ist ja Mainz. Ach, Mainz, wo war ich denn gerade? Ach, immer beführt. Fürth ist tatsächlich... Davor das Spiel. Davor das Spiel war Bayern. Ich hatte nur gerade über Fürth geredet wegen dem letzten Spiel. Ja, das meinte ich, davor das Spiel vom Bremen. Ich habe gerade mich mehr oder weniger nur auf FIFA konzentriert, anstatt anstatt dir zuzuhören. ja, ich tippe unentschieden. Ja, ich sage, das wird ein klares 3-0 für Bremen. Aber na, ich sag 3-1 für Bremen und das glaube ich wirklich. Mainz ist wirklich nicht so gut momentan und Bremen könnte ja vielleicht mal wieder. Sie haben ja schon zweimal auswärts mit 4-1 gewonnen, bei Hoffenheim und bei Stuttgart. Wieso nicht? Also wird auf jeden Fall mal wieder Zeit und vielleicht, wenn man da eine frühe Bude macht, dann kommt vielleicht das Selbstvertrauen mal wieder. Die Klasse ist ja auf jeden Fall da. Wenn man sich jetzt mal nur die reine Klasse des Kaders anguckt, ist Bremen ja doch besser besetzt als Mainz auf jeden Fall. Und deswegen sage ich ja nur mal 3-1. Vielleicht auf Wunschdenken, aber egal.